Für die Linke ist Wohnen ein Grundrecht. Und das bedeutet, dass wir uns auch dafür einsetzen, das Recht auf Wohnen grundgesetzlich zu verankern. München ist eine Studierendenstadt. München ist aber gleichzeitig eines der teuersten Pflaster in der ganzen Bundesrepublik. Ein Studierender muss hier ungefähr 350 Euro für ein Zimmer aufwenden. Und das ist eine Situation, wo wir der Meinung sind, hier ist der Staat gefordert, hier sind öffentliche Gelder gefordert, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch um Wohnheimplätze zu schaffen. Grundsätzlich muss man sagen, dass besonders jetzt dieses Viertel hier eigentlich so eins der Haupt-Gentrifizierungsobjekte gewissermaßen in München ist. Und es sieht man eigentlich, dass der gesamte Wohnungsbestand, der hier so um uns rum ist, eigentlich nach und nach saniert wird und dann aber nach und nach auch dermaßen verteuert wird, dass es eigentlich für normale Münchnerinnen und Münchner nicht mehr bezahlbar ist. Und jetzt gerade in dem Gebäude hinter uns ist es eben so, dass hier ein Quadratmeter 6.500 Euro kosten soll. Und das ist dann noch sozusagen der günstige Preis. Das sind dann noch die unteren Stockwerke. Das bedeutet eigentlich, dass nach und nach sozusagen das normale Leben eigentlich aus München verschwindet und stattdessen hier sozusagen irgendwelche Penthouses und irgendwelche hochdotierten Firmen ansässig werden. Dass aber eigentlich sozusagen die Atmosphäre, die dieses Viertel auch ausmacht, stückweise vertrieben wird. Wie in einer älter werdenden Gesellschaft die Notwendigkeit, auch die entsprechenden Wohnräume anzupassen, barrierefrei zu machen, den Wohnraum so zu gestalten, dass Menschen auch in Mehrgenerationenhäuser wohnen können, miteinander wohnen können, lange Zeit halt eben in ihrem eigenen Wohnumfeld bleiben können. Das kostet Geld, das muss gefördert werden. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass wir, ich sag mal, gefordert sind, die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland umzusetzen. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass Behinderte in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld bleiben können. Dafür müssen die Wohnungen entsprechend ausgebaut und eingerichtet werden. Wohnen soll keine Ware sein. Das Recht auf Wohnraum ist ein Grundrecht und ist ein öffentliches Gut. Schon seit Karl Marx und Friedrich Engels gilt, dass Grund und Boden öffentliche Güter sind und eben nicht kapitalistisch verwertet werden sollen. Das hat mich mit veranlasst. Außerdem gibt es eine neue Wohnungsnot in Deutschland, die vor allen Dingen in den Städten sich im Moment ausbreitet. Und gegen diese neue Wohnungsnot muss man angehen. Die bayerische Verfassung verpflichtet eigentlich auch die bayerische Staatsregierung, dies zu tun. Und deshalb haben wir diese Petition gestartet. Die gemeinnützige Bayerische Wohnungsaktiengesellschaft verkauft Wohnungen. Der Erlös soll der Bayerischen Landesbank zugutekommen. Die CSU hat die Bayerische Landesbank in den Sand gesetzt. Es fehlt Geld. Und dieses Geld sollen jetzt die künftigen Mieter, die in überteuerte Wohnungen einziehen, beibringen. Das ist ein Skandal. Übrigens auch nicht mit der Bayerischen Verfassung vereinbar. In der Bayerischen Verfassung ist eindeutig vorgesehen, dass der Staat auch verantwortlich ist, die Gemeinden und auch das Land, für vernünftig bezahlbaren Wohnraum in Bayern. Und das ist gefährdet. Wir sind dagegen, dass Wohnraum privatisiert wird. Wir haben die Auffassung, dass die Gemeinden mit dem zur Verfügung stellen von Wohnraum auch die Mietpreise in einer Region positiv beeinflussen können. Die vier bayerischen Bundestagsabgeordneten haben eine Petition gestartet, von der wir hoffen, dass sie viele Bürgerinnen und Bürger Bayerns unterzeichnen. Es geht letztendlich darum, dass wir erreichen wollen, bezahlbaren Wohnraum in München zu halten. Es ist nicht hinzunehmen, dass zum Beispiel Polizisten, die in München Dienst tun, teilweise selber nicht mehr in München wohnen können, weil sie die Wohnungen, in denen sie leben wollen, nicht mehr bezahlen können. Überall in Bayern, vor allem in Ost- und in Südbayern, gibt es große Probleme, gibt es eine große Wohnungsnot in den Monopolen. Und das heißt, wir brauchen jetzt endlich eine Handlung. Die CSU muss handeln. Und wenn ich mir die bayerische Verfassung anschaue, Artikel 106, dann sage ich ihnen, halt euch endlich an die Verfassung, tut's was. Viele Menschen hier in Bayern suchen Wohnungen, die sind nicht mehr bezahlbar. Das ist Grund für uns, für die Linke, endlich aktiv zu werden und den Finger in die Wunde zu legen. Wir brauchen eine Gebäudedämmung, um den CO2-Ausstoß wirklich zu dezimieren. Das ist dringend notwendig aus ökologischen Gründen und das muss forciert werden. Das heißt, es muss viel schneller gehen. Es ist jetzt aber so, dass dann die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können und das ist sozial schädlich. Denn viele können sich jetzt die Mieten schon nicht mehr leisten und da müssen wir was tun. Deswegen sagt die Linke, Ökologie geht nur mit Sozialem. Das heißt also, wir brauchen hier Zuschüsse, wir brauchen günstige Kredite, es muss vernünftig von der Steuer absetzbar sein. Das heißt also, dass diejenigen, die wenig haben,
trotzdem mehr absetzen können und nicht wieder bloß die, die viel verdienen, dann extra profitieren. Ökologie geht nur mit Sozialem und dafür stehen wir auch bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes beim Klimawandel. In meiner Heimatstadt Ingolstadt fehlen laut Pestel-Institut, einer Studie, die jetzt ganz neu herausgebracht wurde, 3000 Wohnungen bis 2017. Da ist nicht mehr lang hin. Und wir fordern die Verantwortlichen in den Kommunen auf und im Land auf, endlich was zu tun. Liebe Leute, unterschreibt die Petition, denn Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware. Wir müssen der CSU und auch der FDP Feier unterm Arsch machen, die brauchen es schon lange.